Hi, ich bin's wieder, Violet. Wie du siehst, bin ich gerade vor der Schule. Werde ich heute zur Schule gehen? Keine Ahnung. Aber egal, was ich mache, ihr werdet mich auf jeden Fall dabei begleiten. Denn ihr müsst mir bei etwas helfen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sarah oder Janet? Janet oder Sarah? Das ist die Frage, die ich mir die letzten Tage ununterbrochen stelle. Sarah ist meine beste Freundin und war schon immer mehr für mich. Aber sie interessiert sich erst auf diese Art und Weise für mich, seitdem sie weiß, dass Janet und ich uns treffen. Und Janet habe ich zwar erst kennengelernt, aber was ich bisher über sie weiß, spricht eindeutig für sie. Sie ist zuvorkommend, sie ist nett und wunderschön. Aber sie ist nicht Sarah. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 38. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war wirklich durchwachsen. Also eigentlich war er sehr, sehr traurig, aber gleichzeitig wurde auch Livia geboren, deshalb war er irgendwie schön, aber hauptsächlich war er traurig. Denn Haru und Scarlett sind leider von uns gegangen. Und dass Haru tot war, sahen wir erst im Stammbaum. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, wie ihr im Intro gesehen habt, ich möchte das in diesem Part kaum noch thematisieren. Einfach, weil ich euch sehr gerne unterhaltsame und glückliche Let's Plays bieten möchte. Und deshalb werde ich eben versuchen, das nicht so stark zu thematisieren. Wie man sieht, ich nehme diesen Part direkt nach dem letzten auf. Ich musste mich ein wenig sammeln, aber jetzt bin ich bereit, wieder weiter aufzunehmen. Diesen Part werden wir hauptsächlich mit Violet verbringen und ich hätte gesagt, wir starten gleich mal rein. Und mit diesem wunderschönen Bild starten wir jetzt wirklich in den Part hinein. Wie wir sehen, Emma malt endlich Violet und ich glaube, das Bild wird sehr, sehr cool. Ich kann es kaum erwarten, dass wir es hier oben hinzuhängen zu den beiden anderen. Ja, das wird dann wirklich toll aussehen, auch wenn ich gerade bemerke, dass sie exakt die gleiche Pose hat wie Daisy. Never mind, bei den anderen Kindern werde ich dann natürlich mehr darauf achten. Oh, und Violet tröstet gerade ihre kleine Schwester. Ist das süß. Bitte sie doch mal um Rat, vielleicht kann sie dir ja auch einen Rat geben und dann kannst du sie einmal wegen Ableben trösten. Und dann werden wir auch einmal nett zu Jared sein, wir werden auch ihn wegen Ableben trösten. Gut, und dann platzieren wir das Bild gleich mal am richtigen Ort. Hier. Unser drittgeborenes Kind. Es sieht so toll aus. Also ich finde die Idee mit den Bildern wirklich super, weil ich finde, es sieht in Sims einfach viel besser aus als Fotos. Gut, das werden wir jetzt natürlich benennen. Violet Potter und das ist unser Kind Nummer 3. Sehr, sehr gut. Die ersten drei sind dann nämlich schon fast abgeschlossen, kann man so sagen. Also ich glaube, im nächsten Part, ja, tatsächlich, im nächsten Part werden sie schon zu Erwachsenen. Und wir haben noch keine Storyline abgeschlossen. Und im nächsten Part hat tatsächlich auch Livia Geburtstag. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, weil im letzten Part hatten die an einem anderen Tag Geburtstag. Keine Ahnung. Was haben wir am Freitag? Nacht in der Stadt. Okay, den Feiertag lösche ich mal. Den finde ich ein bisschen blöd. Am Samstag haben dann tatsächlich auch schon die Zwillinge Geburtstag. Die werden da schon zu Teenagern. Und nächste Woche ist Weihnachten. Auf das freue ich mich auch schon. Auch wenn Haru und Scarlett leider nicht dabei sein können. Aber okay, ich habe gesagt, wir reden in diesem Part nicht mehr davon. Deshalb, ja, Violet wird jetzt gleich mal nach Copperdale reisen. Sie hat immerhin in einer Stunde Unterricht. Und sie möchte heute mal früh in der Schule sein. Oder früh einfach irgendwo anders sein. Deshalb reisen wir einfach mal hier in den Wackelpark und schauen mal, was hier so abgeht. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja auf Janet, vielleicht treffen wir ja auf Sarah. Ich habe keine Ahnung, wer sich hier so herumtreibt. Und hier sind wir. Irgendwie vergesse ich die ganze Zeit, dass Winter ist und ich glaube im Schnee. Hier Schule zu schwänzen ist gar nicht so cool. Hier ist auch niemand. Ich weiß nicht, was wir hier tun könnten. Was ist eigentlich das für ein Schild? Wir können nicht damit interagieren. Wer bist du? Das ist Luna Villarreal. Sie kennen wir anscheinend schon. Versprechen zusammen, den Abschlussball zu schwänzen. Ich weiß nicht, aber wir können ja mal hingehen und ihr ein Kompliment über ihr Outfit machen. Ich finde ihr Outfit sehr, sehr wild.
vor allem für Winter. Weiß ich jetzt nicht, ob das die perfekte Wahl ist, aber wenn sie das gerne möchte, halten wir sie natürlich nicht auf. Deshalb geht Violet jetzt zu hin und sagt: Hey, du bist so mutig, dass du bauchfrei rausgehst bei Minusgraden. Du bist so unglaublich cool. Dann reden sie mal über Interessen und dann werden wir mit ihr aber tatsächlich zur Schule gehen. Wir sind schon ein bisschen spät dran und ich möchte einfach mal den Schulalltag mit ihr spielen. Also sie wird sich jetzt nicht so anstrengen. Ich glaube, sie wird eher den Unterricht schwänzen, vielleicht ein bisschen Klavier spielen oder Gitarre spielen, Zeit im Musikraum verbringen, vielleicht auch mit ihren Freunden reden. Wir schauen einfach mal, wer da ist. Und hier sind wir. Irgendwie kann sie jetzt nicht mehr wirklich teilnehmen am Unterricht. Wir kommen auch nicht in die Schule. Wer bist du? Bist du schon wieder Luna? Oh, schon wieder Luna. Die verfolgt uns anscheinend. Nein, du machst jetzt keine Sit-ups im Schnee. Ich möchte in die Schule gehen mit dir. Können wir bitte in die Schule gehen, Violet? Schaffen wir das? Oder müssen wir schwänzen? Ich wollte wirklich gehen. Aber wenn wir schwänzen müssen, dann müssen wir wohl schwänzen. Okay, wir kommen rein. Perfekt. Wir können jetzt halt leider nicht am Unterricht teilnehmen, aber ist egal. Ich schaue einfach mal, wer sonst so da ist. Ist irgendjemand da, den wir spannend finden? Wer bist du? Ah ja. Sie ist eine Lehrerin und tanzt hier. Alles klar. Ich glaube, du hast andere Sachen zu tun. Violet sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Ich denke nicht. Heute findet nach der Schule eine Prüfungsvorbereitung statt. Ja. Okay. Daisy wird das schon wissen und alle anderen wird es nicht interessieren. Ist sonst wirklich niemand von unseren Leuten da? Oh! Hier, die kennen wir doch. Wie heißt sie? Stella? Bist du Stella? Annika? Wie heißt du? Annika. Gut, wir gehen mal zu Annika und werden nach Entbindungstermin fragen. Okay, Annika. Warst du nicht mal ein Love Interest von uns? Und jetzt bist du eine schwangere Teenagerin. Okay. Kann passieren, oder? Und wir verfolgen sie in ihre Klasse und fragen so: Hey, du bist schwanger. Seit wann bist du schwanger? Ja. Und Violet hat natürlich jetzt einen Attraktivitätsalarm auf Annika. Wie sollte es anders sein? Annika, von wem bist du denn schwanger? Das wird mich jetzt wirklich interessieren. Pregnancy von Jens Tyson. Und sie bekommt einen Jungen. Okay. Ist Jens Tyson zufällig hier? Nein. Okay. Schade. Ja, wir gehen schon wieder. Vielleicht sollten wir eigentlich in deiner Klasse sein. Ich weiß nicht, aber wir gehen schon wieder. Keine Sorge. Er unterrichtet da bei einer leeren Klasse. Verstehe ich natürlich auch. Würde ich auch so machen. Hier haben wir die Direktorin. Mit der könnten wir ja mal plaudern. Wir stellen uns einmal respektvoll bei ihr vor. Die ruft uns ja immerhin sehr oft an. Da können wir schon mal mit ihr sprechen, glaube ich. Hallo, Frau Kalani. Oh, die mag uns nicht. Tut mir leid. Wir werden ihr mal den Tag verschönern und werden ihr Zuspruch geben. Wieso mag die uns nicht? Wir finden sie es anmaßend, aber sie findet, wir sind einfallsreich. Also sie hat anscheinend noch Hoffnung, dass Violet eine gute Schülerin sein könnte. Sie ist ja auch einfallsreich. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Sorry, Frau Kalani, das wird in diesem Leben nichts mehr. Können wir mit ihr flirten? Wir könnten mit ihr flirten. Nein, okay. Gut, das wäre mir zu spicy. Wir flirten nicht mit der Direktorin. Und sonst ist gar nichts hier so spannend. Ja, leider. Ich wollte am Unterricht teilnehmen. Wir können nicht. Dann reisen wir eben wieder woanders hin. Leider. Violet hat sich schon so auf die Schule gefreut. Ich glaube, ich möchte hier zum Vergnügungspark gehen und mir das genauer anschauen. Dafür reisen wir wieder zum Park und ich glaube, wir nehmen Janet mit, weil sie wünscht sich ja, mit Janet auf ein Date zu gehen und dann können die beiden ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Ich weiß ja noch nicht, ob ihr eher für Sarah seid oder für Janet und ich weiß auch selbst noch nicht, für wen ich bin, aber Violet wünscht sich, mit Janet Zeit zu verbringen und deshalb verbringen wir jetzt ein bisschen Zeit mit Janet. Und hier sind wir, wieder im Park, wie vorhin. Hi Janet, wie geht's dir? Wir werden uns. Oh, stimmt. Janet mag uns ja nicht mehr so gern, weil. Ach, okay. Sie sind nur mehr verärgert, weil sie nicht gemeinsam beim Abschlussball waren. Letztens hatten sie ja auch noch die verärgerte Stimmung, weil Violet mit Sarah geflirtet hat. Ja. Ich glaube, mehr weiß Janet auch nicht. Also Janet weiß nicht, dass Violet und Sarah sich geküsst haben. Und ich weiß auch nicht, ob sie es jemals erfahren wird. Violet wird sich jetzt mal geschickt bei ihr entschuldigen. Und dann werden wir einmal Fotos mit ihr teilen. Okay, sie ist zwar noch angespannt, aber ich glaube, sie hat uns verziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay,
Ich weiß nicht. Dann werden wir sie nach ihrer Stimmung fragen. Und dann können wir fragen, ob sie überhaupt Single ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Vielleicht hat sie in der Zwischenzeit ja schon jemanden gefunden. Können wir das schon wieder nicht? Oh, wir könnten sie um Verabredung bitten. Das machen wir. Wir bitten sie jetzt um eine Verabredung. Das wünscht sich Violet hier ja immerhin. Und dann sehen wir, ob das funktioniert. Hauptziel mit Verabredung Kontakte knüpfen, sitzen und sprechen und mit Verabredung flirten. Das wird doch ein leichtes werden. Wir werden jetzt einmal Zuspruch geben. Ich hoffe, sie fühlt sich sehr bald wieder besser. Dann werden wir ihr ein Kompliment über ihr Aussehen geben. Und dann werden wir einmal mit ihr flirten. Ich hoffe übrigens sehr, dass Sarah uns nicht über den Weg läuft. Wobei, ich meine, sie haben jetzt nicht so viel romantische Beziehungen. Aber ich glaube, sie könnte trotzdem beleidigt sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann schauen wir jetzt aber in den Vergnügungspark. Es ist immerhin so ein schöner Tag. Vielleicht können sie auch hier mit irgendetwas fahren. Was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, eine Geisterbahn. Ja. Fahrt mal zusammen mit der Geisterbahn. Schade, dass man nicht sieht, was da drin passiert. Das würde ich sehr, sehr cool. Aber ich finde es auch so sehr cool. Also ich finde, Copperdale ist generell eine sehr schöne Welt. Und das Highlight ist definitiv eben dieser Vergnügungspark hier. Den finde ich unglaublich toll. Und jetzt sind die beiden in der Geisterbahn. Bin schon sehr gespannt, wie es ihnen gefällt. Und dann könnten sie hier eigentlich eine Kleinigkeit essen. Was gibt es hier denn? Essen bestellen. Chili, Pizza, Salami. Ja, bestell dir mal eine Pizza. Und dann könnt ihr euch ja gemeinsam hier auf die Bank setzen. Oh, plötzlich ist Violet wieder unfassbar traurig. Wegen dem Verlust in der Familie, weil ein Großelternteil verloren hat. Naja, eigentlich hast du ja beide verloren. Es tut mir so leid, Violet. Wow, die Familie ist wirklich riesig. Oh, Gabriels Kind ist auf die Welt gekommen. Ach so, das wussten wir. Lena, stimmt. Aber sie ist ein Kleinkind. Wie süß bist du. Ja, also der Stammbaum ist wirklich schon ziemlich groß. Wollt ihr nicht zusammensitzen? Wieso wollen Sims nie zusammensitzen? Okay, dann sitzt eben getrennt voneinander. Mir ist das egal. Ja, du kannst schon nebenbei essen. Sims sind schon komplizierte Wesen. Dann können wir ja nochmal mit ihr flirten. Oh, wir können ihr nur ein düsteres Kompliment machen. Und sie ist irgendwie noch immer wütend. Dann werden wir uns nochmal entschuldigen. Und dann werden wir sie einmal um Rat bitten und einfach erzählen, dass bei uns gerade alles sehr schief läuft und dass es uns eben sehr, sehr schlecht geht, weil Scarlett und Haru verstorben sind. Und dann haben wir auch noch Stress in der Schule und haben uns gerade mit der Direktorin gestritten. Und zu Hause läuft alles drunter und drüber. Also ich glaube, Violet geht es wirklich nicht gut. Und ich glaube, sie ist schon sehr froh, wenn sie ausziehen kann. Dann machen wir ihr noch ein Kompliment. Oh, die verstehen sich gerade nicht so gut über ihr Aussehen. Und dann werden wir ihr eine urbane Legende erzählen. Sie nach ihrem Tag fragen, weil aus irgendeinem Grund ist ja auch sie angespannt. Und dann können wir uns ja nochmal über unsere Probleme beschweren. Unfug, lieber nicht. Violet fühlt sich mit den ganzen Tricks und Spielchen einfach nicht wohl. Soll sie ein neues Kapitel aufschlagen und akzeptieren, dass sie Unfug nicht mag? Ja, meiner Meinung nach musst du Unfug auf keinen Fall mögen. Okay, irgendwie verstehen die sich gerade wirklich nicht sonderlich gut. Ja, okay, verschöne nochmal den Tag. Spiel mal deinen Stress herunter. Aber sie haben jetzt eine positive Stimmung miteinander erhalten. Ich bin verwirrt. Violet schwärmt für Janet, das wussten wir schon. Das ist nichts Neues. Könnt ihr euch bitte wieder lieb haben? Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die beiden Viben nicht so gut. Also da geht das mit Sarah schon um einiges einfacher. Und jetzt haut Janet ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das Date ist nicht so gut gelaufen. Und ich glaube, ich werde es jetzt auch an dieser Stelle beenden. Sie haben sich einfach nicht so gut verstanden und ich möchte das jetzt auch nicht erzwingen. Sie haben jetzt noch eine Stimmung miteinander. Verknallt. Jetzt ist Violet auch noch in Janet verliebt. Anscheinend ist sie durch und durch ein Teenager und braucht die Herausforderung. Okay. Ich glaube trotzdem, Sarah wäre die bessere Wahl. Deswegen schicken wir ihr mal eine traurige SMS. Und erzählen auch ihr, was vorgefallen ist. Hey, hier ist doch Sarah. Bleib doch da. Wir gehen jetzt mal hin und werden sie nach ihrem Tag fragen. Was ist das für ein Zufall? Ich wollte ihr gerade schreiben. Dann fährt sie mit dem Fahrrad vorbei oder fährt eigentlich direkt zu uns. Das ist so cool. Dann bilden wir eine Runde und dann verbringen wir jetzt den Tag doch mit Sarah. Violets Liebesleben ist schon verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sarah ist auch direkt kokett, wenn wir da sind. Wow. Ja, wir werden sie jetzt mal um Rat bitten. Dann werden wir ihr einmal den Tag verschönern. Und ihr ein Kompliment über ihr Outfit machen. Wir erzählen ihr mal einen Insiderwitz. Immerhin sind die beiden ja beste Freunde. Dann beschweren wir uns einmal über unsere Probleme.
wie gesagt, Violet hat es gerade wirklich nicht leicht. Also ich sage nicht, dass es ihre anderen Geschwister oder ihre Mutter leichter hätten. Aber ich glaube, Violet ist die emotionalste der Familie. Und deshalb ist es bei ihr ja auch ein bisschen anders. Und jetzt fühlt sie sich glücklich. Fiesling, wegen Kindheitsphase gemein? Es gibt doch nichts Erbaulicheres als das Unglück anderer. Okay. Dann gemochter Sim in der Nähe, dann abgechillt, weil nach Stimmung gefragt hat und weil sie ziemlich Leckeres gegessen hat. Ja, also sie fühlt sich wirklich, wirklich wohl, sobald Sarah bei ihr in der Nähe ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht können die beiden ja auch nochmal probieren, ein bisschen miteinander zu flirten. Also wir werden ihr mal ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Und dann werden wir einfach mal mit ihr flirten. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum kann Violet sich nicht entscheiden? Ganz einfach, weil ich mich hier gerade auch nicht entscheiden kann. Dann können sie ja mal über ihre Interessen reden und dann fragen wir mal, ob sie überhaupt Single ist. Ich habe keine Ahnung. Mit ihr läuft das Gespräch auf jeden Fall schon mal angenehmer als mit Janet. Okay, sie ist Single. Perfekt. Dann führen wir noch eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr. Und dann werden wir nochmal süße Nichtigkeiten flüstern. Wer bist du und warum bist du in unser Gespräch? Janet Yang? Ich glaube nicht. Ich möchte, dass du wieder gehst, bevor du angekommen bist. Sim zum Verlassen auffordern. Stimmt, ist Janet eigentlich noch da? Ich hoffe nicht. Janet, bist du noch in der Nähe und siehst uns gerade flirten und bist dann wieder wütend? Nein. Okay, gut. Sie hat nichts davon mitbekommen. Sehr, sehr gut. Natürlich wird Violet jetzt nicht für immer zweigleisig fahren. Also sie wird sich sehr, sehr bald entscheiden. Keine Sorge. Wir werden ihr noch ein Kompliment um ihr Outfit machen. Und dann können wir ja nochmal flirten. Wobei man sagen muss, bis jetzt ist das alles ja noch sehr, sehr harmlos. Also sie haben ja nur geflirtet. Es ist ja nicht wirklich was passiert. Die beiden haben sich zwar einmal geküsst, aber da waren sie betrunken. Also ist jetzt nicht wirklich etwas, wo man sagt, dass man das ernst nehmen muss. Aber ja, die beiden scheinen sich auf jeden Fall sehr, sehr gut zu verstehen. Und ich glaube, Violet kann jetzt auch noch ein wenig hierbleiben. Und ich schau mal wieder zurück zur Familie. Dann werden wir uns einfach noch ein bisschen um alles kümmern und einfach schauen, dass es ihnen nicht so schlecht geht. Also ich hoffe wirklich, dass sie bald wieder glücklich sein können. Und wir sind wieder da. Keine Ahnung, was die in der Zwischenzeit getrieben haben. Was ist denn das? Okay, weiß ich nicht so genau. Ivy, wir könnten uns eigentlich wieder um dein Bestreben kümmern. Wie wäre denn das? Genau, 5-mal Tierleckerchen zubereiten, eine Riesenfeldfrucht perfekter Qualität ernten. Können wir uns mit der schon wieder auseinandersetzen? Gut, dann werden wir sie einmal düngen mit Dünger stressfrei. Und dann kannst du eigentlich Tierleckerchen zubereiten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Beschäftigung. Dann kannst du einfach 2-mal Freundschaftsleckerchen zubereiten. Hier steht auch unfertiges Essen. Und alle tanzen schon wieder. Wie sollte es anders sein? Daisy, mach doch einfach deine Hausaufgaben. Wo sind deine Hausaufgaben? Du hast deine Hausaufgaben heute nicht mit in der Schule gehabt, oder? Und deshalb hast du so schlechte Noten. Mach einfach deine Hausaufgaben. Diese Familie, es sind einfach zu viele Sims. Ich sag's, wie es ist. Es sind mir zu viele Sims. Ich komme nicht damit klar. Und Rose, du kannst auch gleich mal deine Hausaufgaben machen. Hausaufgaben nachholen und dann machst du noch die Zusatzhausaufgaben. Du bist nämlich unser ultimatives Streberkind, sogar noch mehr als Daisy. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Emma wird sich in der Zwischenzeit ein bisschen um die Tiere kümmern. Das ist sicher auch eine gute Idee. Und dann können wir uns eigentlich schon bald mal überlegen, wer unser nächstes Opfer wird. Also Opfer. Mit wem eben Emma ihre nächste Beziehung eingehen wird. Weil irgendwie hat sie momentan kaum Kontakt zu anderen Männern. Wow. Ihre Beziehung mit Gabriel, sie hat einfach gar keine Beziehung mehr. Keine romantische und keine freundschaftliche. Ich glaube, sie muss dann einfach mal wieder unter Leute und dann können wir ja sehen, mit wem sie sich dann trifft und mit wem etwas passiert. Wenn ihr Story-Ideen habt, könnt ihr mir die natürlich wie immer sehr gern in den Kommentaren dalassen. Und im nächsten Part feiern wir dann jede Menge Geburtstage. Und deshalb werde ich den Part dann an dieser Stelle auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!